Liebe Genossen, Comrades, Tovarisches und Companeros, ich begrüße euch herzlich zur neuen Episode von Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal von Astral Silver. Heute feiern wir eine triumphale Rückkehr hier nach der Katastrophe der letzten Episode. Wer es nicht gesehen hat, dort haben wir über 40.000 Leute verloren. Diese größte Hungerkatastrophe aller Zeiten wird natürlich für immer hier im Gedächtnis unserer Bevölkerung haften bleiben, ne? Denn wir haben nicht weniger als ganz Strausberg eigentlich an den Winter verloren. Und mittlerweile hat sich allerdings unsere Bevölkerung mit diesen Umständen anscheinend abgefunden. Denn ich aktiviere hier das Overlay-Mal. Ihr seht es, wir sind hier im Januar 2004 jetzt. Und doch schon wieder auf, knapp 80.000, 77.800 hier hochgekrochen. Wir können uns gerne mal das letzte Jahr hier anschauen, denn das sehen wir hier. Gestartet waren wir im letzten Jahr auch ungefähr bei dieser Zahl. Das waren 72.000 hier. Und im Februar, meine ich hier, Mitte Februar, Ende Februar, es war ein verdammt langer Winter. Da war der niedrigste Stand erreicht worden. Ne? Da hatten wir hier die 53.800 erreicht. Den Rest des Jahres ging es eigentlich beständig wieder bergauf. Das sehen wir hier, ne? So dass wir den Jahreswechsel hier doch mit 82.000 Leuten wieder feiern konnten. Und ich denke, dass jetzt aufgrund der Winterumstände, wie es ja jedes Jahr ist, man hat die Grippewellen und die Kälte kommt dazu, ne? Dass die Bevölkerung doch wieder um ein paar Prozent zurückgeht. Aber im Großen und Ganzen haben wir den Rekordverlust, den haben wir eigentlich wieder so gut wie wettgemacht, ne? Ja, und das freut mich wirklich sehr. Und wie wir von hier aus weiter voranschreiten können, wenn euch das interessiert, dann bleibt mit dabei. Ich stelle uns hier nämlich jetzt mal die Uhr für die Stunde, für heute. Die Uhr läuft, sehr gut. Und begrüße euch nochmal herzlich. Freue mich, dass wir denn jetzt auch loslegen können. Ne? Schön. Ihr hattet es vielleicht auch in den Kommentaren zur letzten Episode gesehen, dass auch Anregungen aus dem Kommentatorenkreis kamen, wie wir denn mit der Verarbeitung dieser Katastrophe, muss man doch sagen, die uns da widerfahren ist, umgehen können. Gefordert wurde dort ein großes Mahnmal, was schrecklichen Verluste hier erinnert. Ne? Und dieses Mahnmal, das habe ich auch mittlerweile in Auftrag gegeben. Das können wir uns gerne mal anschauen. Wir sehen es ja hier auch beinahe schon, ne? Es ist nicht der Bogen der Völkerfreundschaft, den wir hier vor uns sehen, was auch ein wirklich schönes Gebäude ist, auch nachts muss man sagen, ein leuchtendes Gebäude, denn auf der Oberseite befinden sich so kleine Lampen, die nachts auch leuchten, also das sieht richtig nice aus. Aber dieser Bogen ist nicht mehr oder weniger nur die Zufahrt, der Bogen ist eigentlich mehr oder weniger nur die Zufahrt zu unserem großen Mahnmal. Denn die Baustelle für das Mahnmal, die befindet sich dort hinter und die sehen wir hier vor uns. Ja, wir müssen hier weiter weggehen. Es ist so groß, es ist gigantisch. Genossen, wir sehen es jetzt hier in der vollen Pracht. The Palace of Doom oder wie wurde es genannt? Schauen wir gleich mal nach. Also es orientiert sich an einem real existierenden Gebäude, was in Pyongyang in Nordkorea steht. Die Fertigstellung dieses Gebäudes, das ist auch eine super interessante Story. Also das hat beinahe die ganze nordkoreanische Volkswirtschaft ruiniert für Jahre. Schlussendlich wurde das Gebäude dann gegen Devisenzahlung von ausländischen Firmen fertiggestellt, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich hoffe, dass dieses Schicksal uns nicht widerfährt und dass wir das hier aus eigener Kraft fertigstellen können. Ne? Denn aus eigener Kraft bedeutet hier die Aufwendung von einer unglaublichen Menge von Baustoffen. Das schauen wir uns jetzt hier gerne mal an, was wir dafür alles benötigen. Abteilung Wohnen. Ja, noch so eine Abteilung Wohnen. Wie immer die Unübersichtlichkeit hier.
hat es zur Freude neu sortiert. Sehr schön. Hier haben wir die ganzen Mods für das Wohnen. Und da schauen wir jetzt mal durch. Auf einer der Seiten sollte dieses... da haben wir es gefunden. Hier. Ruyon Hotel... Also Ruyon Hotel of Doom. Genau. Und sehen wir hier auch, was wir dafür benötigen? Nein, weil wir hier auf Rubel aktiviert haben. Hier sehen wir es jetzt, ne? Also wir benötigen insgesamt 18.000 Tonnen Beton. Über 2.300 Tonnen Kies, knapp 7.000 Tonnen Platten, 5.300 Tonnen Stahl. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Naja, und dazu nochmal knapp 250 Tonnen elektrische Komponenten, 5.600 Tonnen Bretter und die unglaubliche Anzahl. Also da stoßen wir in Dimensionen vor von 232.950 Arbeitstagen. Ja? Also beinahe 233.000 Arbeitstage. Das heißt, wenn dort 1.000 Leute theoretisch arbeiten würden, dann wird es immer noch ein Jahr dauern, wenn wir das Wochenende abziehen. Ne? Dann haben wir ungefähr 220 Arbeitstage im Jahr. Ne? Es kann natürlich sein, dass unsere Genossen hier aus lauter Solidarität auch des Nächtens durcharbeiten. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber jetzt habe ich hier das Gebäude noch als Overlay. Die wir ja nochmal aufstellen, werden wir das sicher nicht können. Ja, wir schauen uns aber das jetzt hier mal aus der Entfernung an, wenn ich das schaffe, das im Fokus zu behalten. Denn ich finde doch, das sieht richtig nice aus. Ne? Und passt auch gut hier von der Platzierung her, finde ich, in unser Eisenhüttenstall hinein. Es ist auch ein Gebäude, was denn wirklich aus unserer gesamten, ja, du kriegst es nochmal zu packen, aus der gesamten Republik eigentlich aus sichtbar ist. Jedenfalls die Spitze davon, sobald sie nicht oder wenn sie nicht in die Wolken verschwindet. Ne? Was bei der Höhe des Gebäudes auch durchaus möglich sein könnte. Also das ist das größte Projekt, was wir hier jemals angehen, überhaupt in der Geschichte der Republik. Und ich denke, es wird die Überlebenden der großen Katastrophe ja jeden Tag erneut mahnen, dass solche Umstände, die zur Herbeiführung dieser Katastrophe erst geführt haben, dass das nicht nochmal vorkommt. Ne? Denn ich meine in der Analyse doch festgestellt zu haben, dass es doch Schuld der, ja Schuld kann man nicht sagen, aber in der Verantwortung der Planungskommission lag. Die hätte rechtzeitig nämlich die Lebensmittellücke erkennen müssen und hätte rechtzeitig in den Neubau von oder in die, wie auch immer, in den Ankauf von Lebensmitteln. Man hätte viele diverse Möglichkeiten gehabt, dort darauf zu reagieren. Es wurde aber nicht reagiert rechtzeitig, sondern mit dem Argument der doch steigenden Bevölkerung darauf verwiesen, dass es ja nicht so schlimm sein könnte, weil die Anzahl der Gesamtbevölkerung ja weiterhin steigt. Ne? Aber das hat natürlich nicht zur sagen wir mal, zur Lösung der Lebensmittelkrise geführt. Von daher war das natürlich ein kurzfristiges Argument und da hat die Staats- und Parteiführung hier natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen und die Prozesse gegen die Verantwortlichen, das läuft ja alles, Genossen. Ne? Da sind wir ja sicher, dass das, denke ich, auch noch die nächsten Jahre läuft, die Aufarbeitung, denn immer wieder können doch jetzt Genossen unter diesem Vorwande sich hier gegenüber den Anklägern rechtfertigen. Ja, also das ist hier unser großes Mahnmalgebäude. Insgesamt habt ihr auch gesehen, gilt es als Wohngebäude durch, denn es ist ein Wohngebäude hier für 3.000 Leute. Und der Anschluss ist allerdings nur über diese eine Straße hier zu realisieren. Ne? Also es gibt nur einen Straßenanschluss. Es gibt weitere Gehweganschlüsse, die könnten wir uns hier mal anschauen. Die seht ihr hier vorne, also ziemlich nah zu dem Straßenanschluss. Daneben sind hier auf der anderen Seite des Gebäudes auch mittig noch Gehweganschlüsse und hier seht ihr einen links und einen rechts. Ne? Ja, also das ist nicht so großzügig hier mit Zugängen ausgestattet, dieses Gebäude. Aber das soll uns nicht hindern. Also dieser Weg hier jetzt ist derzeit nur eine Kiesstraße und ist auch nur temporär jetzt für den Baustellenverkehr angelegt worden.
Daher erklärt sich auch die unnötig lange Streckenführung hier, ne? Denn ich dachte mir, wenn da wieder so viele LKWs kommen, Astral, dann nimm lieber so eine schöne, Ziehharmonika-Straße. Und dann gibst du deinen Kraftfahrern doch die Gelegenheit, da entsprechend auf der Straße zu verweilen, falls sie denn in einen Stau kommen, ne? Aber wir sehen hier, dass dass keine Staus entstehen. Die LKWs sind nur so kurz hier im Gebäude drin, dass das ausreicht, diese eine Straße, um die gesamte Baustelle hier mit den Baustoffen zu versorgen, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus, denn wir haben bereits schon hier auf der Baustelle knapp 1200 Tonnen Kies und knapp 90 Tonnen Asphalt, ne? Super, also das ist aber auch nur die erste Phase hier. Und wir brauchen für diese Phase auch noch 1500 Tonnen Beton. Und das heißt, was wir hier machen müssen, ist die Überwachung des Beton- und des Asphaltwerkes sicherzustellen, ne? Denn diese Fabrikation, die müssen immer zugänglich sein. Hier sehen wir das Betonwerk, das ist zugänglich. Da sehen wir auch ein paar von den Mixern warten da. Das sind aber nur 3 oder 4. Und hier nebenan ist die Asphaltanlage und die ist auch zugänglich, ne? Super. Also hier gibt es keinerlei Probleme. So sieht das jedenfalls aus. Und schaut euch mal hier die... jetzt so schnell hell geworden. Ich wollte nämlich gerade sagen, schaut euch mal die skandinavische Kirche hier nachts an. Das sieht richtig gut aus, ne? Man kann hier in das Gebäude reinschauen. Nice. Kann man eventuell sogar durchschauen. Naja, hier so ein bisschen, ne? Doch, Tatsache, man kann hier durchschauen. Schön. Okay. Ja doch, das hat was. Passt auch schön hier in die Ecke mit rein. Also, das waren so ein bisschen die Überlegungen bezüglich des Mahnmals der Hungerkatastrophe 2003. Und ich würde gerne mal mit euch rübergehen jetzt nach Kolditz. Denn da nehme ich euch mal mit, fliegen wir mal rüber hier. Denn da hatten wir ja beim letzten Mal die Lebensmittelversorgung verbessert eigentlich. Und das würde ich mir gerne mal mit euch anschauen hier. Hier ist nämlich die zweite Fabrik, die wir hier beim letzten Mal errichtet haben. Das ist dieses Gebäude hier. Die Arbeiterauslastung ist in Mittels auch ein bisschen besser. Da sind wir jetzt hier bei 50 bis 60. Hier sind wir bei über 80, was super ist. Also ich glaube auch 85, so was wir gerade gesehen haben, das ist auch so mit der Höchststand, der hier in dieser Fabrik erreicht wird. Und hier haben wir eigentlich die Fehlermeldung, die wir lesen wollen. Wir wollen lesen, wir können nicht exportieren, ne? Denn das ist das Konzept hinter dieser Anlage. Wir sehen ja hier, dass jeweils an beide automatische Brotfabriken ein Zwischenlager mit angeschlossen ist. Diese Zwischenlager haben sich inzwischen auch komplett gefüllt. 325 Tonnen Fassungsvolumen, hier ist es gerade noch ein bisschen weiter runter. Aber das erklärt sich auch, dass aufgrund der Tatsache, dass aus diesem Lager hier, aus diesem Zwischenlager bedient sich, wie ihr hier seht, da fährt gerade der LKW ein, bedient sich auch das Distributionsbüro, was hier für die Versorgung der Einkaufsgelegenheiten in Kolditz zuständig ist, ne? Deswegen wird hier doch ab und zu ein bisschen mehr aus diesem Lager entnommen, aber das passt schon, ne? Das kompensieren die Arbeiter dann in der Fabrik und füllen dieses Lager dann fleißig wieder auf. Ja, und die grundlegende Frage eigentlich, die mich beim letzten Mal umtrieb, ob denn diese Straßenladestation hier ausreicht, um den Bedarf in unserer Gesamtrepublik an Lebensmitteln zu stillen? Ja, diese Frage hat sich inzwischen geklärt, denn ihr seht es eigentlich, es reicht aus, es bilden sich hier keine Staus. Mittlerweile frage ich mich, ob hier überhaupt mal jemand reinfahren will, während wir hier warten, ne? Denn das Lebensmittellager, was hier am Hafen ist, das ist dieses hier. Das seht ihr auch, das hat auch seine 80% oder 90% erreicht. Deswegen werden jetzt hier keine Lebensmittel abgeholt, um hierher gebracht zu werden. Und die Schiffe, die hier ankommen, die werden halt auch relativ schnell jetzt beladen. Jetzt kommt gerade wieder einer, ne? Und sobald der, das können wir jetzt gleich mal beobachten, sobald der dann hier ankommt, da wird er super schnell beladen, wie ich gerade sagte.
Und dann fahren die LKWs wieder los, ne? Hier aus den Distributionsbüros, die hier hinten sind. Das ist dieses hier. Und da ist hier auf der anderen Seite noch eins. Das ist dieses hier. Bringen dann die Lebensmittel hier von dieser Straßenladestation zu dieser Straßenladestation. Ja. Und das ist eigentlich ein effizientes System, finde ich. Jetzt. Das Ganze läuft natürlich nur mit der entsprechenden Arbeiterversorgung. So, jetzt sehen wir das Schiff ankommen hier. Ne? Die Füllung geht super schnell. Wir haben die 85 Tonnen eigentlich jetzt erreicht. So, da kann er wieder losfahren. Super. Und jetzt müssten wir auch gleich sehen, dass die LKWs hier vorbeikommen, die dann hier aus den Distributionsbüros aus losstarten. Da müssten ja die Lichter der Fahrzeuge eigentlich anspringen. Ne? Vielleicht sind sie auch gerade schon. Na, hier fahren jetzt welche los. Ne? Hier fährt er los. Also dieses Distributionsbüro nimmt sich hier der Angelegenheit an anscheinend. Oder auch nicht. Oh, hier sind ganz viele LKWs schon angekommen. Ja, wahrscheinlich waren die schon los, als wir noch gar nicht hingeschaut hatten. Ne? Ja, aber jetzt werden hier wieder 85 Tonnen Essen abgeholt, die jetzt aus diesen beiden Lagern dann quasi gleichmäßig abgefragt werden. Das gibt unseren Fabriken dann die Gelegenheit, mal wieder ein bisschen in die Produktion zu gehen. Ne? Ja, das ist halt jetzt unsere gesamtrepublikanische Lebensmittelversorgung hier. Und ich hoffe, dass das sich als tragfähiges und belastbares System jetzt hier beweist. Ne? Denn nochmal, das hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen, nochmal wollen wir so eine Katastrophe nicht erleben. Ne? Was ihr hier jetzt auch noch seht, sind die Bauarbeiten, die in Colditz noch dazugekommen sind. Das ist hier ein großes Wohngebäude, was mir eigentlich in diesem Kontext hier ganz gut gefällt. Ne? Ich zeige euch das mal hier von allen Seiten. Da könnte man natürlich auch größere Anlagen mit errichten, aber das Fassungsvolumen ist halt auch ganz nice, ne? Mit über 300 Leuten hier. Und da sehen wir eigentlich, dass sie relativ zufrieden sind. Diese beiden Balken hier sind so gut wie am vollen Ausschlag. Einer kränkelt ein bisschen hier, aber ja. Da können wir jetzt nichts machen. Ne? Also das sind die Wohngelegenheiten hier für unsere Arbeiter in der Brotfabrik. Ihr seht, die Auslastung hier ist super jetzt. Und die haben hier noch ein Geschäft bekommen. Dieses Geschäft holt sich auch die Lebensmittel eigentlich, also die Nahrung hier direkt aus dem Zwischenlager mit raus. Jetzt sehen wir gerade, dass Kleidung fehlt. Ne? Also müsste eigentlich hier gleich ein LKW ankommen, ein Konsum-LKW, der hier Kleidung abliefert. Denn wir haben diesen Shop hier an das Distributionsoffice Bürgerwaren 1 zugewiesen, was hier Colditz eigentlich mit Kleidung, Elektronik und auch Lebensmitteln versorgt. Ne? Nur seht ihr ja hier die Lebensmittelversorgung, die ist hier direkt an das Zwischenlager gekoppelt. Ich bin aber mal gespannt. Ich finde, es dauert ziemlich lange, oder nicht, dass hier mal der LKW mit Kleidung ankommt. Da kann ich direkt mal mein Glas auf euch erheben. Prost, Genossen. Und wir sehen immer noch keine Kleidung. Also das werde ich mal überprüfen hier, ob dieses Distributionsbüro, Colditz Bürgerwaren 1, das ist dieses hier, ob es weiß, wo es Kleidung herholt. Denn hier holt es Elektronik ab, bei VB Robotron, das macht Sinn. Bei Anlieferung Kleidung soll es Kleidung abholen. Okay, jetzt ist die Frage, stehen dort Textilien zur Verfügung? Und da sehen wir derzeit 0 Tonnen Kleidung stehen hier zur Verfügung. Das ist nichts. Gut, das heißt, wir müssen dringend mal hier unsere Textilindustrie inspizieren. Denn da hatte ich auch länger nicht vorbeigeschaut, was hier derzeit das Problem ist. Das ist eigentlich die Fabrik für die Stoffe, die Fabric Factory. Betrieb ohne Probleme, okay. Pflanzen sollten sie hier haben. Der Pflanzenspeicher ist voll, das sehen wir, super. Was wir nicht so wirklich vorrätig haben, ja, sind Chemikalien. Mhm. Genau, Genossen, die Chemikalienlücke. Das ist nämlich auch ein weiteres Thema, was ich mit euch besprechen muss. Denn ich hatte das mal zusammengerechnet.
Wir haben in der gesamten Republik ungefähr einen Chemikalienverbrauch von 13,5 Tonnen am Tag. Und das gliedert sich folgendermaßen auf. Da ist eine halbe Tonne, werden hier in diesen Gewächshäusern verbraucht. Dann haben wir 2,5 Tonnen, die hier in der Stofffabrik verbraucht werden. Wir haben dann ungefähr drei Tonnen maximal, die hier in der Kunststofffabrik verbraucht werden können. Dann benötigt die Wiederaufbereitungsanlage, die haben wir hier. Die benötigt Chemikalien und natürlich hier ganz entfernt in Positano ist es die Herstellung der nuklearen Brennstäbe und die Produktion des UF6s, ne? So dass wir zusammen auf ungefähr 13,5 Tonnen am Tag kommen. Und dem steht eine maximale, theoretisch mögliche maximale Produktion derzeit von 10 Tonnen gegenüber, ne? Und diese 10 Tonnen am Tag werden aber auch nicht produziert, da die Arbeiterauslastung hier in unseren beiden Chemiefabriken, das sind diese beiden hier, ja seht ihr selber, die liegt gerade mal bei einem Drittel. Ne? So dass wir derzeit jetzt insgesamt, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, 300 Beschäftigte von 500 haben, das sind zwei Drittel einer Fabrik und eine Fabrik produziert 5 Tonnen am Tag. Theoretisch könnten wir 10 Tonnen am Tag produzieren, würde selbst die theoretische Maximalproduktion würde nicht ausreichen, sondern wir benötigen minimal 3 Fabriken, die aber auch gut produzieren dann. Ne? Das ist so ein bisschen die Herausforderung dafür. Ich würde aber dennoch mal schauen, jetzt um den Kolditzern ihre Kleiderproblematik da ein bisschen zu erleichtern, ob wir nicht eventuell hier... Wo haben wir die Kleidung gelagert? Die ist hier. Ah, das Lager ist komplett leer. Okay. Haben wir hier Schiffe, die das noch exportieren wollen, eventuell? Das frage ich mich nämlich ab. Damals, als das alles noch gut lief hier? Nein. Das sind die Transporter, die eigentlich hier unsere Republik versorgen, ne? Ja, die haben eher 12 Tonnen, 79 Tonnen. Die können eigentlich mal loslegen hier. Das ist gut genug, 79 Tonnen. Damit die LKWs, die hier eventuell kommen, dann auch mal die Gelegenheit haben, noch was abzugreifen. Und auch er mit seinen 12 Tonnen wird losgeschickt nach Eisenhüttenstadt. So, okay. Dann hoffe ich, dass hier ein bisschen Kleidung hängen bleiben wird, sobald hier wieder mal ein LKW was abliefert. Ja, Kleidung. Hier haben wir Kleidung im Lager. Ne? In der Fabrik selber fehlt Stoff. Ja, hier haben wir aber Kleidung im Lager. Nur ist hier in diesem Lager, ja, da sind es 2,5 Tonnen. Das ist quasi das Exportlager der Fabrik. Naja. Dann hoffe ich, dass das hier wieder ein bisschen in Betrieb kommt. Ne? Um die Chemikalienlücke zu schließen, liebe Genossen, da hatte ich hier weitere Baumaßnahmen nämlich veranlasst. Und die würde ich mir auch jetzt gerne mal mit euch anschauen wollen, denn da sind wir hier auch ganz in der Nähe. Ja, ihr seht auch schon, ja, wir sehen das zusammen hier, dass eigentlich zwei von den drei Fabriken auch schon fertiggestellt sind. Also ich habe noch drei weitere Chemiefabriken hier in Auftrag gegeben, die sehen wir hier. Und die Planung ist eigentlich folgendermaßen, dass die Chemiefabriken hier, die benötigen Kies, Holz, Pflanzen und Öl. Und für die Anlieferung des Öls, da haben wir hier 9 Ölhafen in Auftrag gegeben. Den Kies haben wir hier schon vorhanden, der ist hier. Denn den benötigen wir auch, ich weiß gar nicht, wofür wir den noch benötigen. Diese Anlandestelle war nämlich schon da gewesen. Also kann auch sein, dass sich die hier errichtet hatte, weil hier noch ein Platz war, um hier die beiden Chemiefabriken mit Kies zu versorgen. Ja, deswegen können wir das benutzen hier, quasi hier den Kies abholen. Dann gibt es hier einen weiteren kleinen Hafen für die Anlieferung von Holz. Denn der bestehende Holzhafen, der ist, wo ist denn der eigentlich? Der ist ganz hier hinten irgendwo, ne? Da muss ich mal schauen, wo haben wir den Holz? Hier ist der Holzhafen. Der war mir ein bisschen zu weit weg eigentlich, ne? Oder? Da hätten sie hier hinfahren müssen, hier die ganze Straße, hier dieses ganze Stück und so weiter. Deswegen dachte ich, ach, Astral kostet auch nichts, dann setz hier noch einen weiteren Holzhafen mit hin.
Ja, und jetzt sehen wir auch schön hier die Pipeline, ne? Die eigentlich über dazwischen geschaltete Pumpstation denn jede einzelne Chemiefabrik hier versorgt. Und gleichzeitig sehen wir hier auch die die Conveyors, ne? Die Fließbänder sind es nicht. Wie heißt das? Die Förderbänder, ja. Die eigentlich für die Verteilung von dem Kies zuständig sein soll. Denn der Kies soll hier angeliefert werden und wird dann hier über die Förderbänder einzeln auf diese drei Fabriken verteilt, ne? Genau, das heißt, wir haben uns Holz besorgt, das kriegen wir hier am Hafen. Wir haben Öl, das bekommen wir hierher. Und wir haben Kies, den bekommen wir hierher. Was wir jetzt noch benötigen, sind Pflanzen. Da plane ich diese dann auch direkt hier in den Pflanzenspeichern abzuholen und quasi hier an diesen Straßenladestationen mit anzudocken, ne? Das ist der derzeitige Plan hier, genau. Was wir noch nicht gut geplant haben oder was ich noch nicht gut geplant habe hier, ist die Arbeiterversorgung. Denn ich hatte ja euch gezeigt, dass schon jetzt hier in den bestehenden Chemiefabriken und auch in diesen Gewächshäusern, hier können wir auch mal reinschauen, die Arbeiterauslastung absolut unbefriedigend ist, ne? Nun war das vor der großen Katastrophe eigentlich so, dass hier ausreichend Arbeiter vorhanden waren. Die Gewächshäuser wurden gut mit Arbeitern versorgt und das lief eigentlich recht gut, meiner Einschätzung nach, ne? Um die ganze Situation hier zu verbessern und entsprechend auch Wohnraum für zusätzliche Arbeiter zur Verfügung zu stellen, ja, da hatte ich hier schon mal vorbereitende Maßnahmen getroffen. Das sehen wir jetzt hier in diesem Mittelstück, möchte ich mal sagen. Denn hier seht ihr schon, dass die ersten Stücke der Autobahn fertiggestellt wurden, ne? Hier ist zusätzlicher Straßenbau erfolgt, das sehen wir hier, das ist die Autobahn, hier ist ein Brückenbau mit in Auftrag gegeben worden, denn ich möchte eigentlich ganz gerne dieses Gebiet hier in Berlikum hier mit einen Anschluss geben nach Eisenhüttenstadt, und damit sie nicht auch hier über diesen langen Weg außen über die Brücke in Dutschfurt müssen, ne? Das heißt, hier ist geplant, den Autobahnanschluss herzustellen. Der wurde auch so ausgeführt, seht ihr hier, die Schiffe interessieren sich da gar nicht für, die fahren da so durch. Also die Brücke ist hier hoch genug und die Straße kommt dann hier auf diesem kleinen Hochplateau an. Was ich noch plane, ist dann eventuell eine Brückenverbindung hier herzustellen, sodass wir von diesem ankommenden Hochplateau gleich nach Hardau rüber können, ohne diese Zufahrten hier noch weiter zu belasten, sondern hier quasi eine Hochbrücke herstellen. Und weiterhin soll der Verkehr dann die Möglichkeit haben, hier auch unten hin abzufließen, in diese Gebiete sich zu verteilen sozusagen, ne? Genau. Schön wäre es natürlich, die Autobahn hier fortzusetzen, dass man das Ganze hier jetzt in diesem Bogen vielleicht entsprechend auch der Eisenbahn durch die Republik zieht, ne? Da könnte man nämlich hier dann durch diesen Tunnel und auf diese Autobahn hier vom Regierungssitz aus Richtung Positano dort anschließen. Und wenn man das irgendwann mal fertiggestellt hat, dann gibt es wirklich ein republikweites Autobahnnetz irgendwann mal, ne? Ja, aber das ist noch lange, lange hingenossen. Vorher möchte ich mich mit euch eigentlich hier der Arbeiterversorgung widmen, damit diese Chemieanlagen hier in Betrieb gehen können, ne? Und da sagte ich ja hier, dass in diesem Mittelstück geplant ist, zusätzliche Arbeiter anzusiedeln. Und das ist auch so. Hier soll ein zusätzliches neues Wohngebiet entstehen. Ja, da würde ich auch mal mit euch schauen wollen. Da können wir mal schauen, ob wir Zeit haben, uns der Herausforderung hier zu widmen. Das hat jetzt nämlich keine Priorität, denke ich. Obwohl natürlich der derzeitige Chemikalienmangel auch nicht schön ist. Aber ja. Nee, das hat jetzt keine Priorität. Das machen wir jetzt nicht. Was wir uns angeschaut hatten, war die Situation in Kolditz, die sich wesentlich verbessert hatte. Wir sind jetzt auch von der Bevölkerung her schon wieder gewachsen. Okay, das heißt, die steigenden Temperaturen hier im April, die machen sich positiv auf die Gesamtanzahl unserer Bürger bemerkbar, ne? Ich würde aber gerne mal hier rüberschauen wollen und den Hafen hier überprüfen,
bezüglich der Zugänglichkeit der Baustellen. Besser gesagt, der Baustoffversorgung hier. Aber das sehen wir, das Betonwerk ist komplett leer, super. Und das Asphaltwerk macht auch keine Probleme. Das sieht richtig gut aus, schön. Also fliegen wir mal rüber hier zu unserer Großbaustelle und schauen uns die Fortschritte an. Ja, Fortschritte gibt es noch nicht wirklich zu verzeichnen. Wenn wir das Overlay ausblenden, dann sehen wir ja die reale Situation hier. Also, die Bauarbeiten gehen super weiter. Es gefällt mir auch von der Anzahl der Baufahrzeuge her. Sind nicht zu viele. Das Problem hatten wir ja so ein bisschen hier beim Stadion, fand ich, ne? Da gab es ja die übel langen Staus bei den Zufahrten und ja, da lassen wir uns mal überraschen, also wie das hier weiter vorangeht, ne? Genau, die Einweihung hier des Prora-Gebäudes in Hardau, die hatten wir noch nicht wirklich vorgenommen. Das ging so ein bisschen in der Katastrophe der letzten Episode nämlich unter. Da hatte ich das Gebäude nur mal kurz gezeigt, aber ihr seht, dass es fertiggestellt worden ist und jetzt auch schon länger hier fertig ist. Und das ist auch eigentlich ein ganz hübsches Gebäude, finde ich, ne? Denn wir sehen hier, dass hier ganz unten zum Beispiel, da sind Geschäfte, wo die Leute ihre Einkäufe erledigen können. Da sind vielleicht Banken mit drin, Post, ja, Reisebüro, was man sich so vorstellen kann, ne? Und auch hier seht ihr versteckt, dass das Thema in Eisenhüttenstadt, was ja Mosaike und Eisenhüttenstadt ist die Stadt der Mosaike, ne? Dass auch dieses Thema hier in diesem Gebäude mit aufgegriffen wurde. Und das sehen wir hier in den an den Seiten, Fassaden komme ich. Ja, wir haben jetzt keinen Mauszeiger, ne? Hier ist er astral, super. Hier seht ihr das. Hier sind immer so kleine Mosaike noch mit drin, ne? Das gefällt mir richtig gut, ja. Und des Weiteren hätte das Gebäude noch gewonnen, finde ich, wenn diese Durchfahrten, die ja hier vorhanden sind, die sehen wir hier und hier, wenn diese Durchfahrten auch benutzt worden wären. Ne? Denn da sind leider keine Anschlüsse für eine Straßendurchführung vorhanden. Und das hatte ich ja auch als für mich eins der Hauptprobleme oder Haupt... Gegenargumente bezeichnet, das Gebäude nicht zu errichten. Einfach die absolute Länge des Gebäudes, die hier zu der schwierigen Verkehrssituation führt. Denn, ne? Genau. Diese Chance wurde leider nicht genutzt von Genossen Modder hier, aber dennoch ein schönes Gebäude, finde ich. Und es hat doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bezüglich der Einweihung verdient, als es die Umstände der letzten Folge hergaben. Ne? Schauen wir nochmal hier die Fassade entlang. Hier seht ihr es auch, hier sind dann auch Cafés mit drin und andere Geschäfte. Die Parkplätze sind einzeln hinzugebaut, die gehören jetzt nicht mit zum Gebäude. Aber das sieht ganz gut aus hier mit dem Perpendicular Parking, wie sie das nennen. Das haben wir ja hier auf der anderen Seite auch, nur hatte ich hier ein bisschen mehr Abstand gelassen zum Gebäude. Hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen, ne? So gefällt es mir doch besser hier mit den leicht überlappenden Parkplätzen. Aber sehen wir mal, dann haben wir wieder was fürs nächste Mal gelernt. Die Büsche hier passen natürlich überhaupt nicht hin. Die kommen hier mal weg. Ja. Und wenn sie einen Busch haben wollen, dann sollen sie den hier irgendwo hin haben, oder? Und nicht hier auf dem Beton. So. Da haben sie noch einen Busch dazu bekommen. Hier auch. Okay, schön. So. Ja, und das ist die Seite mit den Hauseingängen hier, ne? Und so kenne ich es ja auch aus den Plattenbauten. Aber ja, ein besonders schönes Gebäude, finde ich, oder? Findet ihr das nicht? Ich meine, es hat so 8-9 Etagen um den Dreh, hat halt Platz für 2000 Leute. Und ja. Trotz der gigantischen Abmessung, ich fliege uns mal rüber hier auf diese Flucht, ne? Sieht das doch ganz gut aus, oder? Finde ich schon, ja. Also das ist unser schönes Prora-Gebäude jetzt hier in Hardau, im Stadtteil Hardau in Eisenhüttenstadt. Und Straßenbahnstation, die ich eigentlich hier davor gelegt habe, die kann ja dann auch irgendwann mal in Betrieb genommen werden, ne? Denn,
Geplant ist eigentlich, dass die dann hier rüber geht. Hier erst ans Krankenhaus, hatte ich schon mal erwähnt, ne? Dass wir hier eine Haltestelle im Krankenhaus eingerichtet haben. Und dass jetzt aufgrund der neu hinzugekommenen Baumaßnahmen hier des Hotel of Dooms, dass wir ja eventuell hier oben dann eine weitere Straßenbahnhaltestelle mit einbauen. Das würde ich vorschlagen, ne? Denn das würde Sinn machen, diese Gebäude hier zu verbinden. Ich denke auch, dass wir hier für das Großgebäude hier eine eigene Einkaufsgelegenheit irgendwie mit erschaffen müssen. Ja. Wenn wir die alle mit der Straßenbahn hier rüberjagen zum Einkaufen, das macht keinen Sinn. Ne? Nee, da werden wir mal schauen, ob wir denn hier auch einen schönen Supermarkt finden für die Leute. Ja. Und zuvor müsste hier hinten auch noch ein bisschen weiter planiert werden, so wie es aussieht. Ich rufe uns mal den Wireframe auf. Ja, seht ihr hier, ne? Da kann man noch ein bisschen planieren. Und ich meine auch, dass das Planieren jetzt seit der, ich weiß nicht seit welchem Patch, aber seit einer der Patches, die da rausgekommen ist, sich wesentlich verbessert hat, also von der Beschleunigung her, ne? Ich hatte ja für die, ja, für so Großprojekte von Erdarbeiten, also Kanäle und dergleichen, da hatte ich ja hier so einen kleinen Trick mir selber ausgesucht. Aber da mache ich mal ein kleines extra Video drüber, so ein kleines 3- oder 5-Minuten Video, dann zeige ich euch das mal, ne? Ja, wie man auch Kanäle schön fertigstellen kann, ohne dass einem der Finger an der Maus festwächst. Weil, so wie jetzt, ist ja erforderlich, dass ich hier durchgehend die Maus drücke. Und ja, wenn wir in Gebieten mit Kiesanteil hier mit den Steinen, ne, hier an der Küste, hier zum Beispiel, wenn wir hier am Planieren sind, da dauert das ja wesentlich länger, ne? Und hier größere Gebiete dann rauszufräsen, also das ist mit menschlichen Mitteln beinahe nicht mehr möglich, ne? Aber auch da gibt es Tricks und Kniffe und da machen wir ein kleines Special-Video zu diesem Thema. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal ein Terraforming-Video machen soll. Ne? Gut, es geht hier voran. Wir haben ein bisschen weiter planiert. Die Baustelle wird weiter bedient. Ich schalte uns das Overlay wieder aus. So. Und fehlende Ressource Beton. Okay, da schauen wir jetzt gleich im Hafen mal nach, ob das Betonwerk hier funktioniert. Denn mittlerweile, ja, also Betonwerk seht ihr hier, das funktioniert, ist zugänglich, kein Stau, keine Probleme. Denn mittlerweile verändert sich die Simulation ja wirklich von einer Städtebausimulation eigentlich hin zu einer Management-Simulation. Ne? So kleine Probleme, die hier im laufenden Betrieb auftreten, die können hier ganz schnell zu einem Totalausfall führen. Das haben wir in der letzten Episode gelernt, liebe Genossen. Und möge diese teuer erkaufte Erfahrung uns vor solch weiteren schrecklichen Ereignissen in der Zukunft bewahren. Ne? Das wünsche ich uns auf jeden Fall. Wir schauen mal runter zur Aluminiumbaustelle, also zur Fabrik der, besser gesagt zur Baustelle der Fabrik der Aluminiumverarbeitung. Ja, und da geht es auch ein bisschen voran, sehen wir hier, ne? Hier habe ich auch wieder den alten Fehler begangen und habe nicht erst die Straßen als Asphaltstraßen bauen lassen, sondern habe sie direkt als Kiespiste bauen lassen. Ja. Und wahrscheinlich führt das dann nachher wieder zum Problem, wenn das zugänglich ist und der Betrieb schon anläuft und ich da anfange mit dem Straßenbau. Ne? Ich weiß auch nicht, ob die Feuerwehrversorgung eigentlich hier hinten so gegeben ist. Das ist, ist eigentlich eine gute Frage, ne? Die nächstbeiseinste oder dichtbeiseinste Feuerwehr ist, glaube ich, hier. Ne, das ist das Hospital. Wo haben wir die Feuerwehr? Hier hinten? Ja, hier ist eine Feuerwehr. Sie sagt, dass sie da hinten noch zuständig ist oder da auf jeden Fall hinkommt. Aber so wirklich vertrauenserweckend ist das nicht, denn da ist genau das Ende des Gebietes, ne?
Das sehen wir, da ist die, hört's auf. Ja, also werde ich noch eine weitere Feuerwehr errichten und zwar hier in diesem Gebiet dann direkt. Hier in diesem Gebiet. Außer es ist jetzt natürlich hier bereits eine Feuerwehr vorhanden, aber ich erinnere mich nicht. Nee, das wüsste ich. Also, hier haben wir Parkplätze, die eigentlich hier für das Eisenbahnbauamt als Mitarbeiterparkplätze geplant sind. Und auch diese Ecke, da können wir eine weitere Feuerwehr mit ansetzen. Zwecks Feuersicherheit hier in der Aluminiumverarbeitung. Das macht schon Sinn. Denn schauen wir hier mal nach, was wir an Feuerwehren haben. Hier ist die Feuerwehr. Und zoom mal ein bisschen runter hier, Astral, damit man auch was sehen kann. Ja. Okay, das Gebäude sieht eigentlich ganz nice aus. Doch, das passt hier auch hin, oder? Finde ich schon. Okay, also wird das hier unsere neue Feuerwehr? Die können wir hier so hinsetzen, ja. Und dann ziehen wir dahinter noch einen Weg lang, einen Fußgängerweg hier, der zu den Parkplätzen führt. Ne? Gleichzeitig ist hier auch noch ein Parkplatz, aber das ist schon gut so. Guck mal hier, dann ziehen wir den nämlich, oder? Hier, Genossen, schaut mal. Hier hatte ich nämlich aufgehört mit dem Parkplatzbau. Eigentlich sollte ich das mal ein bisschen vollenden. Dann setzen wir hier nämlich von den Perpendicular-Parkplätzen welche mit hin. So, das sind diese hier. Ein bisschen gerade, sodass das auch passt. Hier braucht keine Straße durch. Hier braucht keine Straße durch. Dann schließen wir den hier so an. Okay. Hier noch ein Stück Straße mit hin. So, das ist gut. Ja, das ist gut so. Und hier passt jetzt kein weiterer mit hin, aber hier werden wir noch die Zufahrt hinlegen. Oder wollen wir die hier so hinlegen? Nee, so, macht das Sinn? Hier? Ja, vielleicht machen wir das so, Genossen. Schau mal. Dann machen wir so. Ziehen hier ein Stück Straße durch. Und haben dann hier einen kleinen neuen Kreisverkehr gebaut dadurch, ne? Okay, lass uns das mal so in Auftrag geben. Und was ich noch hinzufügen werde, ist dann ein Stück Gehweg, der von hier aus hier rüber geht. Dann die Möglichkeit bietet, eigentlich hier zur Feuerwehr zu kommen. Ne? Genau, hier soll man hinkommen können. Und gleichzeitig auch hier rüber switchen. Ja. Okay. Ja, das sollte ausreichen hier für diese Ecke, ne? Dann könnten wir nämlich jetzt auch noch ein paar Feuerwehren hier in Betrieb nehmen. Ah, hier sind ganz, ganz viele Straßenkräne fertig geworden. Das sehen wir hier. Und auch Winterdienstfahrzeuge. Sehr gut. Die hatte ich in Auftrag gegeben. Ich überlege nur gerade, wofür. Genossen, wo hatte ich die... wo sind Winterdienstgebäude in Kolditz wahrscheinlich, oder? Wollte ich die dort mit weiteren Fahrzeugen ausrüsten? Kann das sein? Wir fliegen da mal hin und schauen uns das mal an, ob hier eventuell Winterdienstfahrzeuge fehlen. Denn hier war ich zugange, als ich damals den Auftrag dort auslöste, die Bestellung der Fahrzeuge. Haben wir hier, sind Fahrzeuge vorhanden. Ja, hier hatte ich nämlich auch ein größeres Winterdienstdepot abgerissen, ne? Hier sind auch Fahrzeuge vorhanden, sehen wir hier. Ja, sonst, eigentlich könnten wir hier noch ein Winterdienstdepot mit hinzufügen, finde ich. Das ist ein bisschen wenig. Die beiden großen hier am ehemaligen Ausgang der Brücke, die hatte ich abgerissen, die habe ich auch nicht wieder ersetzt wirklich, außer durch dieses kleine hier. Also werden wir hier noch ein weiteres von den Technical Service Gebäuden hinzufügen. Damit gerade hier diese Ecke, wo unsere Straßenladestation ist, das muss schön geräumt bleiben. Denn da hängt ja die Gesamtlebensmittelversorgung dran. Kriegen wir das hier mit dran gebastelt? Theoretisch ja, ne? Ja doch, das sieht gut aus. Also setzen wir das hier mit hin. Okay. Und schauen mal rüber hier. Ach ja, nach Eisenhüttenstadt, genau. Hier ist ein Winterdienstdepot, der hat Fahrzeuge. Okay. Ja, das sieht gut aus, der hat auch Fahrzeuge hier. Hier sind auch Fahrzeuge vorhanden. Ja,
Vielleicht hatte ich die auch ein bisschen auf Vorrat in Auftrag gegeben, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich flieg mal rüber, setz die mal ins Depot, denn früher oder später werden wir die benötigen. Und dann können wir nämlich auch die Straßenkräne mal wieder verkaufen, oder? Ja, doch, das macht Sinn. Denn sonst steht das gleich alles voll hier. Also was wir machen müssen, ich rufe jetzt hier einzeln die LKWs schnell mal auf. Die Katz, so, sind eine ganze Menge hier, aber da hatte ich ja auch schon mal drüber geklagt, dass das System hier wohl nicht so perfekt ist derzeit. Also, dass man einfach eine Gruppe rüberschickt dann, ne? Das fände ich besser, dass man sagen würde, ich markiere diese Fahrzeuge oder wie auch immer und schicke die alle ins Depot oder weise die einem Technical Service Büro zu. Ja, jetzt schicke ich die hier aber in Depot, in Wartestellung, damit wir das Freilager von der IFA-Fabrik mal ausräumen können. Ja, naja, zwei noch, dann haben wir das auch erledigt. Das ist eigentlich auch keine große Herausforderung. Okay, dann haben wir die alle, das ist schick. Okay, nice. Und dann schauen wir mal, wie viele hier noch übrig bleiben. Denn ich glaube, ich hatte damals 20 Stück in Auftrag gegeben. Ein paar sehen wir jetzt hier noch rumstehen. Und die können wir aber auch noch wegschicken. Dann haben wir erstmal wieder einen schönen kleinen Vorrat an Winterdienstfahrzeugen und lösen danach jetzt einen Auftrag aus für die Produktion von Feuerwehrfahrzeugen. Denn die werden wir auch bald benötigen. Wir haben ja da die neue Feuerwehr in Auftrag gegeben. Ja. Okay, schicke ich die hier rüber. So. Jetzt laufen die Depots auch schon langsam voll hier, ne? Das ist auch nicht schön. Ich musste ja auch, teilweise seht ihr ja schon hier diese Gebäude, die sind dunkler hier, die beiden, ne? So sieht man es. Hier sind helle Gebäude, hier sind dunkle Gebäude. Das hier sind nämlich jetzt Distributionsoffices und keine Depots mehr. Die habe ich jetzt umgewidmet, also abgerissen und neu gebaut. Wofür jetzt genau? Ich dachte, ein Depot wollte ich neu anlegen, glaube ich, für die Verteilung von Treibstoff. Denn da kommen wir immer ganz schnell von der Anzahl der maximal zu verbindenden Gebäude ans Maximum, so dass da keine weiteren Anschlüsse möglich sind. Ne? Ich hoffe, wir haben jetzt alle rübergeschickt, oder? Habe ich die beiden? Nee, der bewegt sich auch rüber, das ist gut so. Ich meine, ich habe alle rübergeschickt, oder? Hier können wir nochmal schauen. Hier ist auch noch Platz in dem Depot und zur Sicherheit schicken wir ihn auch nochmal hier hin. Okay, dann sollten wir jetzt alle Fahrzeuge hier nämlich ausgeräumt haben. Bis auf die beiden hier, ne? Gelagert in EHS IFA. Ja gut, die schicke ich jetzt auch noch rüber, fairer halber. Und so, dann haben wir das erledigt. Nice. Und dann können wir jetzt die neue Funktion verwenden, hier oben, Sell All Vehicles, so dass wir alle Fahrzeuge, die hier gelagert werden, verkaufen. Ja, und das sind eine ganze Menge von den Kato Straßenkränen, deswegen machen wir das jetzt. Und da sollten eigentlich hier unser Dollarstand direkt nach oben springen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ihr seht es ja, wir sind hier bei über einer Milliarde jetzt, ne? Knapp 1,8 Milliarden. Ja, da spielen ein paar zusätzliche Straßenkräne dann auch keine große Rolle mehr. Aber es wird hier weiter fleißigst produziert, das seht ihr, das ist auch gut so. Wir wollten aber jetzt hier den Genossen Bescheid sagen, dass sie ein paar von den Feuerwehrfahrzeugen fertigstellen. Und da übersehe ich hier gerade die Feuerwehrautos, die es auch in verschiedenen Designs gibt. Das seht ihr hier, ne? Mit der Feuerwehraufschrift nehmen wir die zwei hier von... was jetzt hier der Unterschied ist, Stufe 12, Stufe 12, die sind alle Stufe 12. Zwei hiervon, also vier von jedem Typ. Dann haben wir mal einen kleinen Vorrat wieder. So. Und danach noch einen weiteren Straßenkran. Okay. Das heißt, ein paar Feuerwehrfahrzeuge haben wir in Auftrag gegeben. Das ist gut so. Die Fleischversorgung, das war nämlich auch so ein Problem. Ich sehe mich gerade alle LKWs hier im Fleischdepot, Distro Fleisch 2, rumstehen. Ist es schon soweit, dass wir hier kein Fleisch mehr haben? Ja, es ist bereits soweit. Okay. Die Fleischproduktion, ja, die war aufgrund der Arbeiteranzahl hier
zurückgegangen und ausgefallen. Die sehen wir hier nämlich. Ja, hier sind ein paar Leute jetzt auf der Farm. Das ist super. Die läuft also wieder. Hier ein Drittel ungefähr. Und ja, hier ist die eigentliche Fleischproduktion. Da haben wir hier die Farm. Okay, die läuft mit 40 Leuten. Auch ein Drittel ungefähr. Wir haben kein Vieh auf Vorrat hier. Das Zwischenlager hier ist aber noch halbwegs gefüllt. Das wird immer ab einem gewissen Füllstand abgeholt und dann direkt hier in das Großlager verfrachtet, ne? Wo jetzt auch 11 Tonnen sind. Okay, das heißt, die Fleischversorgung für die Bürger hier in Strausberg und Umgebung, die direkt über diese Straßenladestation läuft, die sollte eigentlich funktionieren. Jetzt haben wir nur derzeit kein Fleisch anscheinend für die Eisenhüttenstädter, ne? Schön ist das auch nicht, oder? Schön ist das auch nicht. Sind die Schiffe hier eventuell gerade auf der Rückfahrt? Hier sehe ich nämlich die Atlantik unterwegs. Das ist der Fleischtransporter. 45 Tonnen hat er jetzt mitgebracht. Da ist nicht viel, ne? 45 Tonnen ist wirklich nicht viel. Aber das wird erstmal wieder ausreichen, dass die Supermärkte für 1, 2, 3 Monate hoffentlich versorgt sind. Und ja, wahrscheinlich nur für einen Monat, ne? Ja. Und so langsam dann durch die zunehmende Arbeiteranzahl drüben in Berlikum sich das Problem hoffentlich dann bald von selber löst wieder, ne? Ja, gut. Was wir hier sehen, ist neue fertiggestellte Fahrzeuge. Die Motorbarge. Okay, dies können wir einlagern hier, falls wir noch irgendwo Platz haben. Haben wir hier. Sehr gut. Und da rutscht das nächste Fahrzeug gleich rein. Das können wir aber verkaufen hier. Denn der ursprüngliche Einsatzzweck hier für diese Schiffe, der hat sich inmittels erübrigt. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Denn aufgrund einer Anregung auch aus den Kommentaren, und das war ja auch eigentlich super, die Frage stellte sich, Astral, warum sorgst du eigentlich nicht dafür, dass hier die gelagerten Container, warum sorgst du nicht dafür, dass die direkt mit dem Schiff abgeholt werden, ne? Und ja, warum ist das so, Astral? Gute Frage. Jetzt steht hier auch alles voll, sehe ich schon wieder. Oh Leute, da müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern. Also, was ist hier schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? Hier kommen sie wieder von der Seite, ne? Kommen hier nicht weiter. Warum ist das so? Warum ist das so? Kommen hier nicht weiter. Sie wollen hier lang fahren, hier lang fahren, hier lang fahren. Da steht er hier aber rum. Wie lange läuft denn das hier schon, ohne dass wir das sozusagen mitbekommen? Oh, auf Containern genommen. Okay. Wenn wir ihn jetzt ausschalten würden hier theoretisch. Ich übertrage mal die Route von ihm auf eine andere Lokomotive hier. Dann haben wir die wenigsten gesaved. Ah, geht nicht. Hier müssen wir erst wahrscheinlich einen Waggon ranhängen. Machen wir das mal. Hängen wir hier ein, zwei Waggons ran. Übertragen die Route hier auf dieses Fahrzeug. Die hat er jetzt. Okay. Dann können wir ihn jetzt ausschalten und verkaufen. So, und mal sehen, ob das ausreicht, um den Knoten hier zu durchschlagen. Ich hoffe es mal, Genossen. Also sowas mag ich ja gar nicht, ne? Sowas mag ich ja gar nicht. Deswegen auch immer meine Skepsis gegenüber dem Eisenbahnverkehr. Denn auch, ihr habt ja gesehen, der Schiffsverkehr bleibt ja auch ab und an mal liegen und dann fährt sich ein Frachter fest und so, aber sorgt ja denn nicht dafür, dass das, dass der gesamte Fluss blockiert ist und da gar nichts mehr geht, ne? Ja. Dagegen hier ist ein Gleis blockiert und es geht nichts mehr voran. Ich mag aber auch, ich gebe gerne zu, das ist wahrscheinlich aufgrund der Unzulänglichkeit hier in der Streckenführung eventuell nicht, aber in der Gleisgestaltung, in der Signalgestaltung eventuell, ne? Das kann gut möglich sein, ja. Jetzt haben wir den Transporter für das UF6, den haben wir verkauft. Das hat dazu geführt, dass das Knuddel hier aufgelöst wurde.
Das ist super, aber dann müssen wir auch die kleinen Lokomotive, die wir dafür jetzt in Auftrag gegeben haben, die müssen wir auch starten. Die hat jetzt nur 2 von den Anhängern. Ja, komm, dann gönne ich ihr Güterwagen. Haben wir noch so einen offenen Anhänger ist es, ne? Ein offener Anhänger, so einer ist das, glaube ich. Können wir da noch einen kaufen? Nein, können wir nicht, weil das Depot voll ist, ne? Ja. Dann können wir die hier verkaufen, vielleicht. Die ganzen Castor, die brauchen wir nicht. Aber können wir die nur ein für ein verkaufen? Ja, das, wirklich, ne? Ja, können wir nur... Nee, das bringt's nicht. Dann schicke ich ihn jetzt los hier. Start. Okay. Mit den 2 Waggons. Also ein bisschen wenig für das UF6, ne? Andererseits sorgt er hoffentlich so für weniger Probleme. Gerade hier hinten in dieser engen Tankerkurve, möchte man mal sagen, ne? Denn hier fahren sie ja doch alle durch. Aber auf jeden Fall große Verbesserung hier mit dem Umgehungsgleis. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode schon angesprochen, dass das ja ein super Fortschritt ist, ne? Was ich aber euch eigentlich zeigen wollte und weswegen wir hier auch in diese Ecke gekommen sind, ist das eine kleine Problem, warum ich nicht glaube, dass der Abtransport per Schiff hier die beste Option ist, ne? Denn ich hatte ja festgestellt, dass das super funktioniert und wir sehen hier auch eine ganze Menge von den Brennstäben, die hier eingelagert worden sind. Hier ist auch ein Transporter unterwegs, jeweils, also ein Schiff, was hier von diesem Hafen aus dann direkt ins Ausland zum Export fährt. Aber, und das ist das Problem, man kann leider diese Containerhäfen oder auch Fahrzeughäfen, die kann man nicht wirklich einem Distributionsbüro zuteilen, ne? Also du kannst nicht sagen, du kannst schon sagen, hole hier was ab und bring es hier hin, denn ich zeige euch das mal. Ich hatte ja den einen LKW hier hochgeschickt, das ist dieser hier, und hatte dem händisch gesagt, pendel zwischen diesem Lager hier, wo quasi die Gesamtproduktion gesammelt wird, und dem Hafen hin und her, lad hier voll und bring das hier in den Hafen, ne, wo das Schiff das denn abholt. Nur, sorgt das denn dafür, dass dieses Gesamtlager hier auch geleert wird, ne? Was natürlich auch gut ist, nur dann nicht gut ist, wenn der Zug hier vorbeikommt, der für unser Kernkraftwerk dann die Brennstäbe abholen möchte, ne? Jetzt kann man leider hier dem Distributionsbüro nicht sagen, hier, ich habe mein Distributionsbüro für ein Fahrzeug errichtet. Hier, this building is incompatible. Incompatible, Genossen. Das heißt, das können wir so nicht zuweisen. Wir könnten theoretisch die Straßenladestation zuweisen. Das könnte man machen. Nur könnte ich dann hier nicht sagen, bitte die Fahrzeuge abholen, ne? Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Also, wir sagen hier beladen an der Straßenladestation und hier sollst du entladen. Aber eigentlich will ich ja auch sagen, hier nur beladen, bis du einen Minimalstand erreicht hast. Bis, sagen wir mal, 20% des Lagers soll immer noch gefüllt sein, sozusagen, ne? Und das ist... ist wohl leider nicht möglich mit den Fahrzeugen, ne? Da seht ihr hier, er rückt jetzt hier nicht aus und will hier auch nicht beladen. Ja. Ne. Das hatte ich... Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass hier sich LKWs aufstauen, die hier nicht entladen können, ne? Das ist ein anderes... das liegt jetzt daran, dass das Lager hier voll ist. Das ist kein Problem. Nur, leider ist die... ist der Transport von Containern und Fahrzeugen lässt sich nicht über Distributionsbüros steuern. So dass ich jetzt hier keine Möglichkeit habe, dafür zu sorgen, dass dieses Lager nie ganz leer geräumt wird, um es hier zum Hafen zu transportieren. Ne? Ich hoffe, ich konnte es deutlich rüberbringen. Ja? Ja, oder auch nicht, aber weiß ich nicht. Nur wenn wir diesen LKW hier immer pendeln lassen zwischen dem Lager und dem Hafen, dann räumt er das Gesamtlager hier leer. Ne? Was vielleicht auch nicht, was aber nicht gut ist, weil wir halt, wie gesagt, hier den Zug vorbeilaufen lassen, der unser Kernkraftwerk mit Brennstäben versorgt. Ne? Auch wenn ich mich gerade abfrage, wo der Zug eigentlich bleibt.
Denn hier sehen wir das Brennstofflager für unser Kernkraftwerk. Das läuft ja auch super. Auch die Arbeiterversorgung sehen wir jetzt hier. Die ist relativ gut. Und erzeugte Leistungen hier sind, naja, zwischen 70 und 110 Megawatt. Ne? Also das ist hochvolatil, das sehen wir hier. Nur was ich jetzt am Suchen war, war eigentlich hier unser Castor-Transporterzug. Denn wo ist denn der? Wo ist denn der hin? Wollen wir hier mal rüberfliegen? Da ist er auch nicht. Vielleicht ist er gerade hier zu Gänze hin. Das könnte sein, ne? Ne, da ist er auch nicht. Gut, wenn er nicht gerade im Tunnel verschwunden war, was auch möglich ist, dann gibt es ihn nicht mehr, oder was? Dann müssten wir nur Geduld haben, dass er mal wiederkommt. Hier ist er ja gerade. Ha, ha, ha. Hier ist er gerade und sagt nichts. Genau, der hat ja jetzt, leider nur hier ein paar Waggons dran, ne? Ja. Das heißt, was wir jetzt hier machen mit ihm, ist, dass wir ihm Bescheid sagen, dass er bitte nochmal hier im Depot vorbeifährt. Und das soll er jetzt direkt machen. Und dann werden wir ihm im Depot jetzt noch ein paar zusätzliche Waggons gönnen, denn das ist sehr, sehr schade, aber ich sehe keine Möglichkeit, wie ich es automatisieren kann, dass dass dieses Lager für die Brennstäbe halt nicht komplett leergeräumt wird, damit genau dieser Zug dann auch noch was laden kann. Ne? Ja. Was könnte man machen? Man könnte ein zweites Lager irgendwie mit errichten, ja, aber ach, das ist eine so unsaubere Lösung denn, ne? Schauen wir mal, jetzt ist er hier wieder eingelaufen, wir wollten ihm ein paar zusätzliche Waggons geben, jetzt haben wir genau die Anzahl der Waggons verdoppelt. Reicht das aus? Ja, Genossen, ne? Ich will die Züge auch nicht so furchtbar lang werden lassen, also hier wieder Start. Und wo kannst du hinfahren? Du fährst jetzt hier hin direkt, entladen, genau, da sollst du hinfahren. Das ist quasi beim Kernkraftwerk entladen, dort aber nicht warten, bis du entladen bist, wie zuvor gesagt, sondern nach dieser Station schicken wir dich direkt hier zur Grenze hin, damit du die restlichen von den Brennstäben hier verkaufen kannst. Ne? Also das richten wir hier ein als neuen Stopp. Das haben wir gemacht, aber hier soll entladen werden. Okay. Und dann bitteschön, ja, dann geht's zurück hier zu dem Lager. Genau, dann wird hier wieder geladen. Okay, das ist der Plan jetzt hier. Sehr schön. Gut. Ob das Volumen des Zuges jetzt ausreicht, um die Gesamtproduktion an den Brennstäben hier abzutransportieren, da bin ich auch noch skeptisch drüber. Nur das wird die Zeit dann zeigen, ne? Das können wir jetzt hier nicht weiter beeinflussen sozusagen. Hier läuft super, das seht ihr, also selten so eine schön gut rundlaufende Baustellenzufahrt gesehen, das muss ich mal sagen. Hier sind auch 250 Arbeiter auf der Baustelle, super. Ich hatte es hier limitiert auf 300, damit nicht zu viele von unseren Bürgern hier abgezogen werden. Und ihr seht auch, eine ganze Anzahl von den Konstruktionsbüros hat sich hier bereits mit rangehängt. Ne? Ja, also das ist wirklich, wenn das größte Mahnmal aller Zeiten denn hier fertiggestellt wird, das wird wirklich ein glorreicher, triumphaler Moment in der Geschichte der Republik sein. Ne? Und auch vielen Dank an Dennis Becker für die Anregung und Tipp oder... Hoppala, da fängt es an, genau in dem Moment hier der Alarm zu schellen. Also vielen Dank an Dennis für die Anregung und wir sind auch schon wieder ans Ende dieser schnell vorbeigehenden Stunde gekommen, oder? Was habe ich euch gezeigt? Ich habe euch die Bauarbeiten hier gezeigt. Ich überlege gerade, ob wir alle so ein bisschen abgearbeitet haben, denn hier die Situation, falls ihr da Ideen zu habt, wie man eventuell dafür sorgen kann, dass man wirklich nur einen limitierten, also dass man immer einen Rest von den Containern hier drinnen lässt, automatisch, und trotzdem den Transport zum Hafen hier bewerkstelligen kann, ja, da wäre ich mal gespannt, also ob ihr da einen Vorschlag habt zu, ne? Mir fällt derzeit keine saubere Lösung wirklich ein, außer dass wir eventuell mit einem kleinen Zug, der denn hier startet,
eine Runde drehen, dass wir erst hier an durchfahren mit dem Zug durch dieses Lager. Dann könnten wir eventuell hier ein Fahrzeuglager hinsetzen. Das Ding muss sowieso weg. Das war Quark hier, das Freilager. Das war eine Fehlplanung. Aber da könnte man hier so ein Fahrzeuglager mit hinsetzen, um dann in der nächsten Station erst das KKW anzulaufen. Ne? Nur das macht dann auch keinen Sinn, weil... ja, wir müssten erst das KKW anlaufen und dann den Hafen, sonst kommen wir da auch wieder leer an. Ne? Naja, also wenn ihr da Tipps habt zu der Logistik her, was auch super interessante Herausforderung ist, ne? Logistische Problematiken hier, super interessant, da schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über euren Daumen hoch zu dem Video, wenn ihr weitere Inhalte dieser Art gerne sehen mögt und noch kein Abo habt vom Kanal, dann könnt ihr diesen gerne abonnieren. Und wenn ihr die Glocke aktiviert dazu, dann gibt es auch eine Message, wenn ein neues Video hier hochgeladen wird. Genau, und sonst eure Anregungen und Anmerkungen, schreibt sie gerne in die Kommentare hier unter dem Video. Dann ja, können wir uns da ein bisschen austauschen drüber. Ne? Sonst freue ich mich auf euch zur nächsten Folge dann. Das wäre die kommt am anstehenden Mittwoch dann raus. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe hier, dass unsere Bauarbeiten auch gut vorangehen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, euer Astral selber sagt dann Tschüss für heute. Ciao, ciao.